Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Cliffhanger vom Feinsten. Und hier wird der Cliffhanger aufgelöst. Wir fallen den imaginären Cliff und... Nein! Wir sind gerade von der Klippe gestürzt, kann leider nichts dafür. Wir wollen gucken. Ach, super, das hat sich doch gelohnt. Also ihr seht also, das Einschalten lohnt sich mal wieder sehr, sehr doll. Sehr doll. Egal, ob ihr gerade Müsli esst, in der Badewanne sitzt oder einfach nur euren Toilettengang verschönern wollt, wir sind für euch da zu jeder Zeit. Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Macht Werbung für uns. Wir wollen gerne mehr Watcher haben. Nicht immer nur die Leute. Ja, aber am besten Weight Watcher. Das heißt, to view, not to watch. Ach so, ja, genau. Dein Englisch ist nicht mehr... Watcher. Your time is little, ne? Demonstriere dir die Kraft des Pokémon. Es gibt bestimmt auch Watcher. Gibt's bestimmt auch. Ja, White Watcher. Egal, ja. Ich bin bei Was hat er... Oh mein Gott. Ich seh's kommen. Er hat... Oh Gott. Baldorfisch. Oh nein. Das komische... The Fuck? Auch ein sehr cooles Pokémon. Also ich weiß nicht, generell feiere ich ja die Pokémon der zweiten Generation. Habe ich, glaube ich, noch nie gesagt in diesem Let's Play. Alragirdlo. Das klingt wirklich wie so eine Lamentation so einer christlichen Sekte. Was ist denn eine Lamentation? Wenn du lamentierst. Ja, was heißt etwas das? Etwas lamentieren, etwas ausrufen. Etwas. Ah ja, danke. Ich wundere mich gerade, dass du als Linguist das Wort lamentieren nicht kennst. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, das ist ja auch richtig, aber es wundert mich, dass du das nicht kennst. Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Gibt's im Gipsladen. Und warum, das sehen sie gleich. Die Frage ist, denn... Nein, nicht noch einer. Er würde uns zwar gute Pokémon... Amadeus, das ist der Angler Amadeus. Amadeus. Wenn auf dieser Welt alles möglich ist. Ist es dann auch möglich, dass etwas nicht möglich ist? Dankeschön. Kenne ich doch. Das war übrigens nicht abgesprochen, Leute. Wie jetzt? Dein Außenseiter. Da stehen noch zwei. Du bist selber ein Aussie. Was heißt geheim versteckt? Du stehst mitten auf dem Weg. Echt mal. Goro. Mago. Gordo. Nidorina! Ich finde, Nidorina sieht schon echt männlich aus. Ich bin die männliche Würde. Moment, hast du es gerade. Oh nein. Ich bin so naiv. Das sind die beste Stock der Welt. Knusperflocken. Die sind wirklich knusper. Ach ja, Cold Mirror. Wickhustenbonbons. Die wirken und schmecken. Aber du kennst die Harry Potter-Version davon auch, ja? Ja. Halt! Kratzen im Hals muss nicht sein! Wie kommst du morgens? Die wirken und schmecken. So. Bei Ultrigaria sind 400 noch so viel. Ja, Nidorino. Ich bin männlich! Alter, wie sieht denn das hier aus? Übelst aggro. Ich glaube, in der goldenen sieht das da besser aus. Das ist ja, wir hatten ja auch die unterschiedlichen Sprites. Ja. Wie uns der liebe Morphus am Anfang des Let's Plays in Folge 2 oder 3 mal erzählt hat. Das? Was? Was hast du erzählt? Dass die unterschiedlichen Sprites in Gold und Silber hatten. Ach so. Das hast du uns erzählt? Ja. Das ist Tatsache sogar, was ich nicht wusste. Ja. Oder nicht mehr so aktiv wusste. Ich hätte meinen Mondstein benutzen sollen. Auf dem Level. Besser, dass du benutzt hast an Level 40, weil dann lernen sie besser die Attacken. Trophy. Sehr gut. Trägt Ultrigaria immer noch. Was trägt sie? Die Flinkklaue. Ja, los, komm, worth it. Oh, ich wollte dich ansprechen. Digga. Ich fühle mich. Ach, ist das schön. Ich fühle mich so frei. Freiheit. Ich fühle mich so frei. Wolfgang. Wanderer. Wolfgang schick Kleinstein. Nee, schade. Digga. Diggli-dick. Trio. Sehr schön. Muss mal an dieses Mädchen denken, die die ganzen 151 Pokémon-Stimmen nachmacht. Die ist gut, oder? Die ist schon ziemlich witzig.
Sazenia. Yeah, and it doesn't make that sound. It doesn't look like, but it does. Irgendwie so. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Trio. Hab ich doch gesagt. Das können wir uns jetzt in der Pause gleich machen. Nein! Intensität. Na gut, 6 geht noch. Intensität 9 ist ein Erdbeben und Intensität 10 ist stärker als ein Erdbeben. Und was ist die stärkste Attacke von allen? Von den Werten her? Na, nach Step? Wie Step? Same Type Attack Bonus. Was heißt? Eine Attacke. Das erklärt dir irgendwie in jeder Aufnahmesession, oder? Mhm. Wenn das. Der Typ der Attacke mit dem Typ des Anwenders übereinstimmt, ist die Attacke 50% stärker. Wenn ein Pflanzen-Pokémon eine Pflanzenattacke einsetzt, ist diese Pflanzenattacke stärker, als wenn ein Nicht-Pflanzen-Pokémon diese Pflanzenattacke einsetzen würde. Alles klar. Da kann ich dir beim nächsten Mal sowieso wieder, also von daher. Ich hab, ja, also okay, so, ich weiß nicht, welches. Auf jeden Fall. Explosion. Echt? Ja, ist glaube ich sogar noch ein Stückchen stärker als Finale, aber auf jeden Fall. Ziemlich, ziemlich. Und dann gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit, die nochmal zu verstärken, später mit irgendwelchen Items oder so. Und dann kannst du, ich glaube, eine 600er Basisstärke rauskloppen mit Explosion. Ist halt nur meistens vielleicht nicht so effektiv oder nur Silver. Howdy. Ich bin Tom. Ich habe schon wieder eine neue Stimme. Ist das nicht schön? Willst du kämpfen? Es wird nicht so sein wie das letzte Mal, weil diesmal werde ich verlieren. Moment, das habe ich jetzt mal auch. Dies ist der Ort, an dem ich verliere. Route 33. Bis später. Klick. Tüt. Ja, Tom hatte heute eine sehr entspannte Stimme. Route 42. Teak City, Mahagonia City. Mahagonia City. Willkommen in der Stadt der Ninja. Hiya, Top! Stadt der Ninja! Arm. Ja, Digga, hau mal ab. Wenn du schon so weit gekommen bist, solltest du dir die Zeit nehmen, um etwas Sightseeing zu unternehmen. Geh nach Norden und sieh dir den See des Zorns an. Du musst anders sprechen. See des Zorns? Wollen wir den jetzt immer so aussprechen? Nein. Okay. Bist du einverstanden? Nein. Gut. Sei ungehorsam. Nein. Die bringen wir auch jedes Mal. Mindestens ja, aber jedes Mal. Gut. Also jede Woche einmal. Die mindestens jedes Mal. Mindestens jedes Mal, wenn nicht sogar jedes zweite Mal. Sehr, sehr gut. Oh. Was denn? Ah, der Typ ist so ein Dealer, oder? Der kauft für Kekse, ne? Hey, Kleiner! Ich sehe, du bist neu in Mahagonia City. Du musst unbedingt einen Wutkeks probieren. Ich habe einen da. Dabei. Für nur 300 gehört er dir. Nein. Dann eben nicht. Lass mich doch mal durch, Digga. Hey, Kleiner, ich sehe, du bist neu in Mahagonia City. Du musst unbedingt einen Wutkeks probieren. Ich habe einen dabei. Für nur 300 Poké-Dollar gehört er dir. Nein. Dann eben nicht. Okay, dieser Spaß ist schlimmer als die Selfie-Stick-Verkäufer in Frankreich. Selfie-Stick? Und keiner hat Rosen verkauft. Ich hatte das ein rotes Garados am See erschienen. Das ist seltsam, da schon normale Garados in diesem See sehr, sehr selten sind. Sehr, sehr selten. Mein Lieblingsprogramm Radio? Ich würde sagen, Pokémon-Musik. Läuft bei dir Pokémon-Musik? Mal gucken. Man kann das auch als R lesen, ja. Du hast doch gerade da was gesagt, was du eigentlich nicht gemeint hast, als oder? Als R lesen? Wie als R lesen? Du hast doch gerade nicht Eich gesagt. Sondern? Das klang, als ob du Reich gesagt hättest. Nee. Das wäre unser Mathe-Prof, weißt du? Nee. Reichs-Pokémon-Talk. Nee. Reichs. Mini-Pilz! Oh, Fleckmann-Route! Sehr lecker. Wert hoch. Warte mal, ich glaube die... Ich glaube, der verkauft uns die nämlich nicht. Er sagte, er hätte gar keine da oder so. Wir haben leider nicht genug Geld, um das zu testen. Ein gemeiner Pilz, wert gering. Ja, hier kann man irgendwie nur Scheiß kaufen. Aber wir können mal ein paar Pokémon kaufen. So, aber eine Fleckmann-Route, was soll das? Warum sollte man die kaufen? Das ist doch übelst hart. Dann musst du nach. Hallo, schon mal Gras gekauft? Dann bist du hart. Dann gehst hinterher. Du zu Kurt und verkaufst seiner Tochter eine Fleckmann. Kannst du deine Fleckmann anbauen? Was? Kannst du was? Kannst du gibt's eine Fleckmann? Hier kamen nur Wanderer vorbei, die auf dem Weg zum See des Zorns waren. Aha, ja, da kann man ja auch sonst nirgendwo hin. Das ist ja auch nur ein Busch. Also. Und sprach zu ihm also. Jetzt und als Zarathustra
Man kann so viel unternehmen mit seinem Pokémon. Das macht unheimlich viel Spaß. Ja. Ja, das tut. Ja, das ist richtig. Ich habe Zarathustra jetzt angefangen zu lesen und das ist... sehr, sehr geil. Sehr geil, aber auch etwas verstörend. Wirklich? Warum? Na, Nietzsche spricht ja in Also sprach Zarathustra. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass er da sein Werk vom Übermenschen spricht. Und in seiner Zeit wäre das vielleicht noch ganz gut gekommen, wenn man dann aber so die historische Gegebenheit gerade Deutschlands hat. Also für jemanden, der sich nicht weiter damit beschäftigt hat, kommt der würde vielleicht noch denken, hä, hat er was mit Hitler zu tun gehabt? Aber nein, Nietzsche hat nichts mit Hitler zu tun gehabt. Hitler gab es damals noch nicht. Zum Glück. Der gute Nietzsche, nein. Nietzsche. Super. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Los, Mrs. Leaf. Was Leaf? Mrs. Leaf. Na, das Mrs. Leaf doch ganz gut. Super schall. Mrs. Leaf wurde verwirrt. Verwirrt? Steinwurf. Immer eine gute, brauchbare, solide Attacke. Das war 19 EP. EP Fröhler und Wigfeld. Moment, warum mache ich jetzt dafür Werbung? Keine Ahnung, aber halt die Fresse und arbeiten. Theoretisch kann ich praktisch alles. Sandama ist ziemlich cool. Schreiblerntafel. Ja, die war sehr, sehr cool. Das war meine Idee mit der Schreiblerntafel. Das haben wir dann mit den Kindern, mit den Vorschülern gemacht. Das war sehr cool. Also da ist immerhin auch ein Triforce. Genau. Auch sehr gut. Na? Es gibt ja Leute, die wissen nicht, was das Triforce ist. Ich möchte nachher auch die Geschichte erzählen. Auch mit Montag. Montag passiert. Die Doni wusste nicht, was das Triforce ist. Die Doni! Ja. Yeah. Der Doni! Okay, so, weiter geht's. Hoffentlich kommen nicht viele Trainarse. So, wir könnten da jetzt durchgehen. Oder aber wir machen es nicht. Warum nicht? Was ist da? Da müssen wir 500 Poké-Dollar zahlen. Wegezoll. Warum? Das werde ich euch nicht verraten. Das werden wir ja noch früh genug erfahren. Weil das blöde... Ja, ich weiß schon. Ja, du weißt, ne? Du. Da hättest ja auch links laufen können, aber ja, nein. Ja, wusste, dass rechts eine Trainerin ist. Ach, das hast du gewusst? Ja, das ist die Doni. Sehr, sehr klug. Das ist die Doni? Nein, glaub nicht. Pick mich ja Ilona. 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 Warum haben die eigentlich... I walk a lonely road. Ilona. I miss Ilona. Giftus Pudrus. Pudero de la Gifto. Ah ja, so sind wir lauter. Wir haben uns nämlich mal zurückgelähmt mit Ä. Ja. So, jetzt habt ihr wahrscheinlich irgendwelchen Scheiß gehört gerade, weil ich das verstellt habe. Bitter Lemon hat einen Fruchtgehalt von 3%, lese ich gerade. Das Gift schadet, Pipi. Doch so viel? Ich hätte nicht gedacht, dass so wenig Chemie da drin ist. Süß. Ja, das war noch cool, weil in den ersten zwei Generationen einfach dieses Vieh weg war und so ein kleines Ding. So ein kleines Ding da stand. Und dann. Bam, du kannst mir nicht entkommen, auch nicht mit deinem Komprimator, der Rest macht das Gift. Wie jetzt nochmal Komprimator? Ja, es wird aber nicht noch kleiner. Das wäre cool, wenn es dann nur noch ein Pixel wäre. Irgendwann nur noch ein Teil. Nee, von Pixi ist in Weiterentwicklung. Das war echt arm jetzt gerade. Das war wirklich. Ja, weißt du, wie viel Geld ich heute ausgegeben habe? Ja, ich weiß. Was hast du geholt? Interessiert? Splatoon, das werden wir nachher noch einweihen. Aber nicht, bevor wir euch, die Zuschauer, glücklich gemacht haben, denn wir wollen, dass ihr Spaß habt. Ja, du solltest wirklich beim Radio anfangen. Wir wollen, dass sie sicher durchkommen. Ach du Scheiße. Girafarik heißt rückwärts Girafarik. Ach. Ach, weil es vorne und hinten... That Erkenntnis, though. Das heißt ja rückwärts. Ich habe auch vor 2 Jahren oder so erst rausgefunden, warum der Brunch heißt. Breakfast, genau. Breakfast and Lunch. Ja, warum heißt es dann nicht Lakefest?
sondern Brunch. Lakefest wäre ziemlich geil, aber zuerst kommt ja eigentlich das Breakfast und dann der Lunch. Und da es dazwischen ist, kommt zuerst und dann Lunch. Gibt's eigentlich auch dann... I will eat, this morning I eat some Dunch oder Lina? Lina. Lana wäre das dann, Lana. Du musst ja schon die ersten Buchstaben schon mehr nehmen, nicht mehr. Das ist dann Lana. Ich hab Lana gegessen. Dinsch. Und auf Deutsch heißt das dann Vespa? Lana? Nee, so im Deutschen. Vespa? Ja. Das ist kein Vespa? Nein. Vespa ist so eine Nachmittagsmahlzeit. Ah, das Vespa-Brot, doch, das gab's. Genau. Bei uns, da wo ich herkomme, Südbrandenburg, du isst das sogar. Wilhelm Busch hat das mal in einem Gedicht dort am Vespa gewohnt. Ich habe mich immer gefragt, was das ist. Bei da wo ich herkomme, gehe. Nein, da wo ich herkomme, Südbrandenburg, war Vespa eher so. Ist eher, wenn du Kuchen isst, so. Ist halt nichts Herzhaftes. Hey, hast du selten Pokémon? Und wenn ich jetzt einfach Nein sage, hätte dann... Das war nur eine Frage, die steht nicht mit dem Kampf in Zusammenhang. Tarot. Der legt bestimmt immer Karten. Drollrom gegen Brüsch. Brüsch. Brüchs. Brüchs. Sofa. Refrus. Also wenn ihr irgendwie unseren Humor heute, also dann, ihr könnt uns auch leise machen, Hauptsache ihr guckt, wie ihr gerne wollt. Es ist, wir verstehen es. Sagen wir so, gebt wir haben einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefällt. Dann wissen wir wenigstens, dass ihr geguckt habt. Nein, gebt wenigstens einen Daumen hoch, aber schreibt in die Kommentare, dass es das irgendwas unangemessen ist oder so, okay? Geht auf Morphos Channel. Im Moment, Morphos hat kein Morphos Channel. Wir müssen mal deinen Channel in die Beschreibung packen. Da können alle deine Zaubervideos gucken, die schon 3 Jahre alt sind. Nee, na Film. Und? Eins hat über 20.000 Klicks, ja. Ja, die sind ja auch nicht schlecht, die sind dann nur alt. Ja, na und? Ich bin auch alt. Und deine Mutter ist auch alt. Ja, und dein Arsch ist auch mal. Hat auch nichts damit zu tun, ob sie gut oder schlecht sind, sie sind halt nur alt. Du musst halt ein paar neue machen. Ja, wenn ich irgendjemanden kenne, der eine Kamera hat oder zumindest Zugriff darauf und sich mit Computern auskennen würde, aber ich kenne niemanden. Nee, das ist schlimm, ne? Vielleicht, wenn Wartrak herzieht. Ach ja, der Wartrak, der hat keine Kamera. Bald. Sehr, sehr schade. Na, dann wird das wohl nie was. Wenn ihr eine Kamera habt, die ihr nicht mehr braucht und spenden wollt, schreibt in die Kommentare, hey, du kriegst meine Kamera nicht. Und dann kommt Morphos persönlich bei euch zu Hause vorbei, zeigt euch einen Zaubertrick und nimmt dann die Kamera mit. Er lässt dann die Kamera verschwinden. Oh, ey, wirklich, mach alles, aber keine sauschlechten Zauberwitze, tu mir den Gefallen. Bitte, ich kann sie nicht mehr hören. Hä? Ich weiß gar nicht, warum das ein schlechter Zauberwitz sein sollte oder Zauberspruch. Ein Spruch über Zauberer. Ist das dann auch ein Zauberspruch? Nein, das ist ein Zaubererspruch. Und jetzt spiel weiter, sonst hau ich den Puzzle in deine Brille. Wenn du einen hättest. Vielleicht du haust, eine, vielleicht auch nicht. Muha. Du haust mir ein Puzzle in meine Brille? Ja. Ich glaube, das ist einer der geilsten Brillensprüche. Der ist super, oder? Den bringe ich ganz, ganz selten, aber mal ist er angemessen. Das ist wie, nimm mal deine Brille ab. Wieso denn? Na, ich schlag keine Brillenträger. Bam! Sehr, sehr gut. Ich liebe Pokémon, deshalb habe ich angefangen, Pokémon zu sammeln und damit werde ich auch nicht mehr aufhören. Mach doch, mir doch egal. Mach doch, was du willst. Düm, düm. Oh, guck mal, seine Sammlung ist ja schon, also, oh, puh, oh, ich muss ja schon sagen, also, das ist schon... Ja, schon sagen, das ist schon Lamus. Die haben Heißt... Das ist sowas wie Apfelmus. Nee, heißt so Brei auf Spanisch. Lamus? Lamus au Chocolat. Lamus au Chocolat. Schokoladenlamus. Lamus au Chocolat. Hättest du gerne Lamus? Aber ich glaube, es würde ja dann Lamü ausgesprochen werden. Lamü. Warum hält denn das eigentlich jetzt nicht, wenn es so drauf ist? Ist dann demagnetisiert? Genau, wenn es unten, unten ist ein Magnet und wenn der nach unten gezogen wird, dann geht das auf. Wieso drücken sich das? Sag mal, könntest du bitte nicht mein cooles Bakugan, das ich mal auf der Straße gefunden habe, kaputt machen? Ich weiß echt nicht, was das für ein Drecksding soll, aber es klebt hier auf seinem... Sein Backen. Es geht immer auf, wenn man das auf... Ja, das soll doch auch aufgehen, das wäre das Witzige. Warum bleibt das? Vor allem musst du erst den Kopf und dann die Flügel zumachen. Ach so. Das ist ja der Witz. Das ist ja der Witz. Aber jetzt geht's trotzdem, weil unten... Warum? Weil unten der Magnet stellt man auf den Tisch, da passiert das nicht. Nein, lass hier, spiel weiter. Okay.
Du hast es ja auch total verdreht. Habe ich jetzt das, wie heißt es und warum? Da, jetzt passiert nichts. Sobald du es irgendwo drauf machst, muss es. Nee, es geht's auf. Ist das toll. Ja, ich hätte trotzdem gerne den Game & Watch Amiibo zum Geburtstag, okay? Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wann du Geburtstag hast. Ich muss mal meinen Kalender gucken. 1. August. Das Problem ist halt, der kommt erst im August, wenn ich... Kannst du mal bitte hier nicht private Daten übers Internet rausposaunen, Herr Stefan Scheiße, wie heißt er jetzt nochmal, ne? Schnulzke. Ich habe ja nicht gesagt, welchen 1. August du Geburtstag hast. Ja, stimmt, es kann ja irgendein 1. August sein. Hi Silber, wie geht es dir? Ich habe mein enger Dekorativ. Dekorativ? Also entweder eine kleine Puppe oder... Nee, ich glaube nicht. Endlich das Schlafrelaxon. Nee, ich glaube, stell dir mal vor, so ein Gold hat sich über mein Pokémon lustig gemacht. Unverschämt. So ein Gold hat sich über mein... Das klingt auch sehr geil. Das ist wie du Obst. Ja. Hiro! Nidoking! Oh, Nidoking. Hiro! He is a really... Stopp! Wir können Hiro erst in der nächsten Folge bekämpfen, wir haben schon Überlänge. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ja, wir werden auch Morlot einsetzen und werden das in der nächsten Folge relevieren, ob es überlebt und das Nidoking ganz alleine platt macht. Denn wir sind hier bei die epischsten Pokémon-Cliffhanger aller Zeiten oder so. Oder so, das klingt irgendwie wie Kabel 1. Okay, genau. Bis dahin und tschüss. Macht's gut.